Roberto und sein Schrottplatz. Das ist Roberto. Roberto ist ein sehr glücklicher Hund. Er ist der Besitzer eines Schrottplatzes. Und Roberto liebt alte und kaputte Sachen. Jeden Morgen duscht er. Dann zieht er seinen alten und kaputten Pullover an, nimmt seine Werkzeugkiste und geht los. Das ist Morris. Morris ist das Haustier von Roberto. Und Morris hilft Roberto. Zusammen arbeiten sie den ganzen Tag auf dem Schrottplatz. Komm, Morris, es ist Zeit zu arbeiten, ruft Roberto jeden Morgen. Komm, wir suchen alte Sachen, die wir noch gebrauchen können. Oh, schau, diese Türe, die kann man noch gut gebrauchen. Oh, und dieses Fenster, das funktioniert noch tipptopp. Und dieser Motor, den können wir auch noch gebrauchen. Und auch das Radio, auch das können wir noch verkaufen. Wenn es Zeit ist zu essen, machen Sie eine Pause. Roberto hat ein Käsesandwich für beide dabei. Morris macht Musik. Er schaltet die Jukebox an. Roberto und Morris lieben alte Sachen. Dann wird weitergearbeitet. Juhu, ich habe eine Münze gefunden. Hurra! Alle Sachen, die man noch gebrauchen kann, bringt Roberto in seinen Laden, in sein Geschäft. Morris hilft, die Etiketten anzubringen. Da schreiben sie die Preise drauf. Doch einige Sachen versteckt Roberto. Er versteckt sie hinter dieser Tür. Ding dong! Eine Kundin kommt in den Laden. Guten Tag! Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Was möchten Sie kaufen? Und ich suche einen Deskombolador für mein Motorrad, bitte. Schnell versteckt Roberto den Deskombolador hinter seinem Rücken. Nein, es tut mir leid, Entschuldigung, aber ich habe keinen Deskombolador zu verkaufen. Oh, naja, macht nichts. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Morris versteht nicht, was hier passiert. Hier ist doch dieses Teil. Doch Roberto wollte es nicht verkaufen. Ding dong! Guten Tag! Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? Was möchten Sie kaufen?
Ja, ich hätte gerne einen Antikontroll für meinen Kaninoblaser. Haben Sie das? Ja, hier ist es. Nein, nein, nein. Es tut mir leid. Entschuldigung, aber das habe ich nicht. Oh, na ja. Macht nichts. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und später am Nachmittag kommt noch eine Frau. Guten Tag, guten Tag. Ich suche einen Kittlibu für meinen Kanilak. Haben Sie das? Nein, nein, nein. Ich habe keinen Kittlibu zu verkaufen. Und schon wieder versteckt er dieses Teil hinter seinem Rücken. Morris versteht die Welt nicht mehr. Hä? Warum versteckt Roberto all diese Teile? Oh, Feierabend! Komm, Morris, wir räumen auf! Morris geht sofort essen. Roberto hängt das Schild hin, geschlossen. Und dann holt Roberto aus dieser Tür all die Sachen, die er versteckt hat. Die Teile, die er nicht verkaufen wollte. Er verschwindet und versteckt sich unter einer großen Decke. Und dann beginnt er zu arbeiten. Dong, 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 dong. Roberto arbeitet sehr lange. Und plötzlich ruft er, Morris! Und noch lauter, Morris! Morris kommt. Was? Was ist los? Ich bin fertig. Ich habe es fertig gebaut. Möchtest du es sehen? Ja, klar. Achtung, fertig. Los! Wow! Das coolste, tollste und fantastischste selbstgebaute Auto, das Morris je gesehen hat. Aha! Deshalb hat Roberto diese Teile versteckt. Ach so. So, alles hat er gebraucht für sein selbstgebautes Auto. Das Steuerrad von einem Auto, den Sitz von einem anderen, die großen Lampen, die kleinen Räder, die großen Räder, Antennen, auch den Kittlibu, den Descombolador und Antikontroll, auch das. Alles hat er gebraucht für sein selbstgebautes Auto. Und oben sind sogar Rotorblätter von einem Helikopter. Boah! Wow! Das ist ja fantastisch! Möchten wir es ausprobieren? Klar möchten Sie das. Roberto hat sogar einen Extrasitz, einen kleinen Sitz für Morris eingebaut. Morris fragt noch, ob er das Tor aufmachen soll. Soll ich das Tor aufmachen, damit wir rausfahren? Nein, Roberto lacht. Wir fahren nicht. Wir fliegen! Und schon fliegen sie nach oben, weg vom Schrottplatz, über die Dächer der Stadt. Was meinst du? Möchtest du ein Sandwich? Und sollen wir zum Meer fliegen?